Zweites Spiel, Halbfinale. Elias Rusanek gegen Max Schön. Los geht's. Game of Melvin ist ein Spiel im Flat. Das heißt, es zählen keine Tricks, die nicht auf dem Boden ausgeführt werden. Es zählen nur Flip-Tricks und Unterdrehungen. Keine Grind, keine Grabs, keine Bonuses, keine Manuals und keine No-Complies. Wenn der Trick extrem hässlich ist, wird er wiederholt. Ab dem vorletzten Versuch bekommt man zwei Versuche. Alle Entscheidungen in Richtung Landen und Sauberkeit fällt der Schiedsrichter. Und das ist das Bälle, du Gläser, jetzt Rochambeau. Was machst du? Packst du los? Das? Kassier einfach. Ja! Und dieses aufregende Battle hat gewonnen, Max Schön. Er hat gewonnen. Ah, ne, ich bin jetzt Joshua. Ja. Haben wir ein bisschen Klatsch?